Wir befinden uns hier in der European Leadership Academy und an meiner Seite habe ich die Marie Hilfiger, die uns ein Seminar zum Thema Frauen in Führungspositionen oder auch Female Leadership genannt geben wird. Wunderbar. Marie, warum ist die Frauenquote momentan so gering? Dafür gibt es sehr unterschiedliche Erklärungen. Vielleicht ein Punkt, den ich hervorstellen möchte, dass es oft einfach Annahmen sind, sowohl bei Männern als auch Frauen, dass Frauen möglicherweise nicht belastbar genug sind und andere sagen, warum oder aus der Frauenperspektive, warum will ich mir das überhaupt antun und kann ich das überhaupt? Ich glaube, in der Startup-Welt liegt die Frauenquote gerade bei 35%, was sehr erfreulich ist. In großen Konzernen liegt sie, glaube ich, bei 3,2%, verschwindend gering. Was unterscheidet denn den Führungsstil einer Frau von einem Mann, so in 2, 3 Sätzen? Ja, es ist in 2, 3 Sätzen sehr schwer zu sagen. Das erarbeiten wir unter anderem aber auch in der Gruppe, weil es geht mir darum, hauptsächlich, dass Frauen auch verstehen, was sind denn überhaupt die weiblichen Führungsqualitäten. Denn das heißt nicht, dass nur eine Frau das hat, sondern auch Männer können diese weiblichen Führungsqualitäten haben. Aber es gilt, diese halt auch zu entwickeln und auszuarbeiten. Du bist jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, was die Leute in deinem Seminar so erwarten wird. Sag doch vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu und auch dazu, wie das aufgebaut sein wird. Wird es sehr interaktiv? Wirst du einen Vortrag halten? Wird es Rollenspiele geben? Es wird definitiv sehr interaktiv sein. Also es wird wenig Vortrag geben. Ich werde natürlich den Rahmen setzen, ein paar Punkte zur Diskussion auch stellen. Doch eigentlich geht es mir darum, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die da sind, auch die Themen erarbeiten und dass wir auch kollektiv zu einer Lösung kommen und individuell, dass man halt auch dran sieht, okay, was kann ich als Einzelperson an mir erarbeiten und mehr meine Stärken auch leben. Das heißt, du wirst auch ein individuelles Coaching anbieten, was natürlich immer sehr sinnvoll ist auch. Richtet sich das Seminar denn per se nur an Frauen oder können auch Männer daran teilnehmen? Es können gerne auch Männer teilnehmen. Meine Annahme ist, dass mehr Frauen kommen werden, aber gleichzeitig ist es auch ein Thema. Für Männer würde es zum Beispiel auch bedeuten, dass sie verstehen, was überhaupt die weiblichen Führungsqualitäten sind, warum es vielleicht gut ist, in ihren Unternehmen das auch einzusetzen und dass auch ein Mann weibliche Führungsqualitäten auch nutzen kann. Das hört sich schon mal sehr spannend an. Darauf könnt ihr also schon mal gespannt sein im Seminar. Jetzt vielleicht zum Schluss noch mal 1, 2 Sätze zu dir. Was qualifiziert dich, diese Thematik zu lehren, außer dass du eine Frau bist? Ja. Ich habe selbst jahrelang oder mehr als 10 Jahre lang Teams geführt, war in leitenden Funktionen, war auch ein Mitglied der Geschäftsleitung, habe also gesehen, wie es in einer relativ männerdominierten männerdominierten Umfeld auch ist und habe da einfach gelernt, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Ihr merkt also, das Thema Frauen in Führungspositionen ist ein sehr weitläufiges, ein sehr spannendes. Wenn euch dieses Thema interessiert und ihr hier neue Impulse bekommen wollt, dann bucht dieses Seminar mit Marie Hilfiger.